Graf Dürkheim, einer der spirituellen Meister des 20. Jahrhunderts, Zen-Meister, Begründung einer eigenen psychotherapeutischen Richtung und gleichzeitig auch einer, der die Verbindung zwischen verschiedenen spirituellen Traditionen gezeigt hat, wurde mal gefragt, was ist überhaupt Spiritualität? Und dann hat er geantwortet, Spiritualität heißt Transparenz zum immanent Transzendenten. Ich wiederhole es nochmal. Transparenz zum immanent Transzendenten. Da steckt eine ganze Menge drin und im Grunde genommen kann man sagen, darum geht es im Yoga, egal was wir machen. Jetzt muss man natürlich verstehen, was ist das? Zunächst mal transzendent. Die Aussage aller großen spirituellen Traditionen ist, es gibt eine Wirklichkeit jenseits der offensichtlichen. Es gibt eine höhere Intelligenz, es gibt eine höhere Kraft oder ein höheres Licht, wie auch immer wir es ausdrücken wollen, ein höheres Bewusstsein. Und dieses ist transzendent, das heißt, es geht jenseits von, transcendere lateinisch heißt, ne? Jenseits gehen von, also es geht jenseits von dem, was wir normalerweise erkennen mit unseren fünf Sinnen. Und es, aber es ist gleichzeitig auch immanent, also das Transzendente ist immanent. Immanent heißt, es wohnt in allem. Also dieses Transzendente ist nicht irgendwo im Himmel, obgleich es vielleicht auch dort ist, sondern es ist immanent, es wohnt in allem. Und alles, was wir auf der physischen Welt sehen und riechen und hören und spüren und so weiter, ist nur ein Ausdruck von einer tieferen, höheren Wahrheit. Transparenz, das ist jetzt der dritte Begriff, heißt durchlässig werden. Und Spiritualität heißt durchlässig werden für diese höhere Wirklichkeit. Und da gibt es dann verschiedene Richtungen. Also zum einen heißt es, man wird mehr fähig, das Transzendente wahrzunehmen. Also zum Beispiel, heute ist ja ein besonders schöner Schneetag und ich glaube, morgen soll es wieder etwas tauen und dann soll nochmal neuer Schnee kommen. Wenn man da den Schnee anschaut, die Landschaft, kann man sich irgendwo bewusst machen, ja, das ist Ausdruck von irgendetwas besonders Schönem, etwas Höherem. Wenn man einen Menschen anschaut, eine Pflanze anschaut, wir können uns irgendwo bewusst werden, ja, da ist irgendwo eine höhere Kraft, die da zu mir spricht. Ein Baum ist nicht einfach nur ein Baum, sondern ein Baum ist eine Manifestation einer höheren Kraft. Ein Mensch ist nicht einfach ein Mensch, sondern eine Manifestation einer höheren Kraft. Wir können letztlich diese höhere Kraft zu uns sprechen lassen, indem wir uns diese Bewusstheit haben. Und umgekehrt, wir können auch in die andere Richtung gehen. Wir können auch diese höhere Kraft dort ehren und wir können zu ihr Kontakt aufnehmen. Also wir können sie wahrnehmen und wir können zu ihr Kontakt aufnehmen oder auch etwas sagen in diese Richtung. Auch in uns selbst, immanent transzendent, heißt dieses Transzendente ist nicht nur außerhalb von uns, sondern ist auch innerhalb von uns. Und es ist dort wahrnehmbar. Spiritualität heißt auch, mehr Kontakt aufzunehmen zu dem, was tief in uns angelegt ist, zu diesem höheren Bewusstsein, zu dem, was wir im Yoga als Satchitananda bezeichnen, also als höhere Wahrheit, Sat, als große Bewusstheit und intuitives Wissen, Chit, als Ananda, als Freude und als Liebe. Und nicht nur wollen wir es in uns spüren und dazu Kontakt aufnehmen, sondern wir wollen diese höhere Wirklichkeit, das immanent Transzendente, auch durch uns hindurch fließen lassen. So wie auch Jesus gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Jesus hat letztlich zu diesem Höheren gesprochen als Vater. Er hat auch gesagt, das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Wird auch manchmal anders übersetzt, ist mitten unter euch. Also dieses Höhere ist jetzt in diesem Moment da, es ist in jedem spürbar und wir können dieses Höhere durch uns hindurch fließen lassen. Und je mehr wir dazu in der Lage sind, umso schöner wird das Leben, umso inspirierter ist das Leben, umso sinnhafter können wir das Leben erfahren.
Und das Schöne am Yoga ist, es gibt uns alle möglichen Techniken und Praktiken, um das tatsächlich zu spüren. Wir beteiligen uns zwar auch bei Yoga Vidya an verschiedenen Forschungsarbeiten über die Wirkung des Yoga, aber das, was Yoga wirklich ausmacht, ist nicht wirklich so einfach in Forschungsarbeiten fassbar. Auch wenn manchmal die Psychologen, die Yoga untersuchen, auch versuchen, diese transzendente Dimension irgendwo fassbar zu machen. Aber es ist das, was man erfahren kann. Wenn wir Hatha-Yoga-Übungen machen, Asanas zum Beispiel, ist das nicht einfach nur eine vornehme Form von Dehnung, um irgendwo eine höhere Flexibilität zu erreichen, sondern wir lernen, den Körper durchlässig zu machen. Nach einer Yogastunde ist es viel leichter, die Schönheit in der Natur wahrzunehmen. Es ist viel leichter, die höhere Wirklichkeit in sich zu spüren. Hat man viel mehr das Gefühl, da ist irgendetwas, was durch mich hindurch wirken will. Es ist bei Asanas, es ist bei der Pranayama, bei dem Atmen so, es ist bei der tiefen Entspannung. Es ist auch beim Mantra-Singen. Warum singen wir Mantras? Ja, man kann jetzt viel erzählen, Mantras und Chakras und das Sanskrit-Alphabet und die 50 Blütenblätter. Und wir können über die Wirkung von Klang und so weiter sprechen. Aber die Erfahrung ist relativ einfach. Menschen, die regelmäßig Mantras singen, mal sagen, sie bekommen dadurch Kontakt zu einer höheren Wirklichkeit, dem immanent Transzendenten. Sie spüren in sich diese Freude, und das ist nicht einfach nur irgendeine Freude, sondern irgendwo eine transzendente Freude. Sie spüren, dass da irgendwo eine Kraft durch sie hindurchgeht. Oder nach dem Mantra singen, wenn man dann raus aus dem Raum kommt und wenn man das so nachwirken lässt, dann merkt man auch in den Mitmenschen im Himmel und sogar in den Steinen und überall und im Haus, merkt man, da ist auch irgendwo etwas Höheres. Und so können wir sagen, alle Yoga-Praktiken wollen helfen, durchlässiger zu werden, durchlässiger für eine höhere Wirklichkeit und damit das Leben als besonders sinnhaft, freudevoll und liebevoll zu erleben. Ariam Tatsat.